Was ist Bio? Ein ganz großer Schwindel, eine neue Lebenseinstellung oder einfach nur gutes Essen? Warum ist Bio jetzt doch besser? Ganz viele Gründe gibt es dafür. Bio ist natürlicher und einfacher und schöner, ja. Bio ist gleich gut. Nicht ganz. Schön wäre es. Man zahlt zwar sehr viel mehr für Bio-Lebensmittel, aber man zahlt damit, kauft sich damit keine bessere Qualität. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Bio-Siegel nur ein Herstellungshinweis ist, kein Gütesiegel für Sicherheit und kein Wundermittel für deine Ernährung. Wie die zuvor gezeigten Einblendungen schon nahelegen, gehen die Meinungen in Bezug auf die biologische Landwirtschaft durchaus auseinander. Und als Ernährungswissenschaftler ist die Beschäftigung mit Landwirtschaftsformen natürlich nicht mein primäres Fachgebiet und von daher gehe ich an solche komplexen Thematiken, die außerhalb von meinem Fachgebiet liegen, natürlich mit äußerster Vorsicht und Demut heran. Da das Thema in der Vergangenheit aber immer wieder aufgebracht und nachgefragt wurde, habe ich mich dennoch umfangreich in dieses Themengebiet eingearbeitet und erstmals im Kochbuch Vegan Low Budget, großer Genuss zum kleinen Preis, ein ganzes Kapitel zu diesem Thema geschrieben. Die Quintessenz aus dem Bio-Kapitel wollen wir in dieser dreiteiligen YouTube-Videoreihe aufarbeiten. Im ersten heutigen Teil geht es um die Frage, ob die biologische Landwirtschaft im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft deutlich nachhaltiger und umweltfreundlicher ist. Im zweiten Video soll es dann darum gehen, ob Bioprodukte gesünder sind als konventionelle Produkte. Und im dritten Teil des Videos geben wir dann ein abschließendes Fazit, gucken an, welche offenen Forschungsfragen noch bestehen und vieles weitere. Forschungsergebnisse zeigen deutlich, dass die Entscheidung, was wir essen, einen äußerst bedeutsamen Einfluss darauf hat, wie groß unser ökologischer Fußabdruck ausfällt. Wie die biologische Landwirtschaft im Vergleich zur konventionellen abschneidet, wurde dabei schon in zahlreichen Untersuchungen untersucht und auch in einer umfangreichen Meta-Analyse zusammengefasst. Im Rahmen dieser Publikation wurden insgesamt 528 Studien mit ganzen 2816 Vergleichsbaren ausgewertet und die Meta-Analyse ergab, dass die ökologische Bewirtschaftung gegenüber der konventionellen Variante im Bereich des Umwelt- und Ressourcenschutzes bei ganzen 58% der analysierten Vergleichsbare Vorteile aufwies, bei 28% keine Unterschiede festgestellt werden konnten und bei 14% der Vergleichsbare sogar die konventionelle Variante vorteilhafter war. Die Thematik ist insgesamt natürlich zu komplex, um pauschalisierende Aussagen zu treffen und es kommt mit Sicherheit auch auf das jeweilige Lebensmittel drauf an. Aber wenn man generalisierende Aussagen treffen möchte, und das muss man an manchen Stellen, kann man schon sagen, dass Bioprodukte im Schnitt umweltverträglicher sind. Eine der größten Schwachstellen der biologischen Landwirtschaft sind dabei lediglich ihre teils deutlich geringeren Erträge im Vergleich zu den konventionellen Anbaumethoden, weshalb zahlreiche Veröffentlichungen sogar die breitenwirksame Umsetzung einer rein biologischen Landwirtschaft anzweifeln. Je nach Publikation gehen die Differenzen in der Ertragsleistung von Bio und konventionell tatsächlich stark auseinander. Diese schwanken von 20-50% geringeren Erträgen bei biologischer Landwirtschaft. Eine globale Meta-Analyse kommt hingegen auf einen deutlich geringeren Durchschnittswert von nur 16% in Bezug auf die Ertragsdifferenz zwischen Bio und konventionell. Laut einer von Foodwatch beauftragten Studie bräuchte man allerdings in Deutschland hierzulande für den kompletten Umstieg auf die biologische Landwirtschaft ganze 87% mehr Fläche, also fast eine Verdoppelung, wenn man hierzulande den durchschnittlichen konventionellen Anbau komplett durch biologische Anbaumethoden ersetzen möchte. Wie groß die Ertragsunterschiede letztendlich auch sein mögen. Man kann in jedem Szenario einwenden, dass man auch hierzulande eine konsequent biologische Landwirtschaft betreiben könnte, wenn man von einer überwiegend mischköstlichen Ernährungsweise, wie es aktuell der Fall ist, mit einer großen Menge an tierischen Produkten, zu einer überwiegend oder rein pflanzlichen Ernährungsweise übergehen würde. Denn die sehr flächenintensive, tierproduktbetonte Ernährungsweise, die braucht sehr viel Flächen und man könnte hier also sehr viel Einsparungspotenzial haben. Und selbst wenn man wirklich selbst die doppelte Menge an Fläche brauchen würde, könnte man bei einer rein oder überwiegend pflanzlichen Ernährung mehr als die Hälfte an Flächen einsparen und könnte so konsequent biologisch bewirtschaften. In 2017 kam beispielsweise die Food and Agriculture Organizations of the United Nations, also die FAO, in einer Studie zu dem Ergebnis, dass bei der Produktion von einem Kilo knochenlosem Fleisch durchschnittlich etwa 3 Kilogramm für uns direkt essbare Futtermittel eingesetzt werden. Selbst wenn die biologische Landwirtschaft also doppelt so viel Fläche brauchen würde, was laut der globalen Meta-Analyse ja gar nicht der Fall wäre, selbst dann könnte man bei einem Umstieg auf eine mehr pflanzenbetontere Ernährungsweise sogar Fläche einsparen. Eine weitere Datenauswertung der FAO belegt darüber hinaus, dass zumindest in den meisten westlichen Ländern der Welt deutlich mehr Kalorien zur Verfügung stehen, als es für die Versorgung der Bevölkerung eigentlich notwendig wäre. Es werden folglich also direkt für den Menschen verzehrbare Kalorien in großer Menge in der Tierhaltung verschwendet, weil das Tier mehr Kalorien, die für den Menschen verzehrbar wären, bekommt, als es letztendlich dann in Form von Fleisch und tierischen Produkten rausgibt. Nummer zwei, es werden insgesamt mehr Kalorien produziert, als Menschen in zumindest den meisten westlichen Ländern brauchen. Und Nummer drei, es werden ja auch oft ernährungsphysiologisch minderwertige Lebensmittel produziert, die wir insgesamt nicht brauchen und auf die wir unter dem ökologischen Aspekt auch verzichten könnten. Auch das Umweltbundesamt bezieht hierzu Stellung und schreibt dazu.
Das konventionelle Nahrungsmittelproduktions- und Vermarktungssystem sowie unsere heutigen Konsumgewohnheiten sind aus Sicht des Umweltschutzes mit dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung nach wie vor nicht vereinbar. Weiter heißt es von Seiten des Umweltbundesamts, der ökologische Landbau entspricht dem Leitbild einer nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion am ehesten. Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen teilte in einem Sondergutachten mit, dass der Biolandbau im Vergleich zu anderen Landwirtschaftsformen mit der Natur am wenigsten gewaltsam umgeht. Eine an den biologischen Leitlinien orientierte Landwirtschaft, mitsamt einer deutlichen Reduktion der allgemeinen Lebensmittelverschwendung sowie des Überkonsums an Kalorien in westlichen Ländern, in Kombination mit einer Reduktion des Konsums tierischer zugunsten pflanzlicher Lebensmittel und die Implementierung neuer Food-Technologien, ist in Summe der wohl vielversprechendste Weg hin zu einer nachhaltigen, umweltschonenden und nährstoffbedarfsdeckenden Welternährung. Aktuell herrscht allerdings hierzulande in Deutschland auch anderen westlichen Ländern noch unzureichende Forschungsfinanzierung für so wichtige Fragen wie zum Beispiel, wie kann man die Produktivität in der biologischen Landwirtschaft verbessern. Das Potenzial der Ertragssteigerung ist bei Weitem eben noch nicht voll ausgeschöpft und kann zukünftig durch neuere Forschungsergebnisse die Effektivitätslücke zwischen konventioneller und biologischer Lebensmittelproduktion weiter reduzieren. Auch eine Zusammenführung der Vorteile der biologischen Landwirtschaft mit den Vorteilen der konventionellen wäre denkbar und so schlussfolgert eine Meta-Analyse diesbezüglich: Um die Umwelteinflüsse der Landwirtschaft zu reduzieren, sollten Landwirtschaftssysteme entwickelt werden, die hohe Erträge bei gleichzeitig geringer ökologischer Belastung erzielen und dabei vorteilhafte Techniken sowohl aus der biologischen als auch aus der konventionellen Landwirtschaft nutzen. In Bezug auf die nachhaltige Bewirtschaftung legt die NAS, die National Academy of Science, 4 Ziele fest, die auch im Vegan Low Budget Buch illustriert werden und die wir uns nachfolgend angucken. Erstens, die Sicherstellung der menschlichen Ernährung sowie die ausreichende Produktion weiterer pflanzlicher Lebensmittel für Biokraftstoffe. Zweitens, die Verbesserung der Umweltverträglichkeit der Produktionsprozesse. Drittens, der Erhalt der wirtschaftlichen Rentabilität der Landwirtschaft. Und viertens, die Verbesserung der Lebensqualität der Landwirte und Farmarbeiter sowie der Gesellschaft als Ganzes. Die hier eingeblendete Grafik aus dem Kochbuch illustriert den Vergleich der Erreichung dieser 4 Ziele zwischen der biologischen und der konventionellen Landwirtschaft anhand der sogenannten Nachhaltigkeitsblume mithilfe der Daten einer umfangreichen Übersichtsarbeit von Dutzenden Untersuchungen. Jeder der 4 Teilbereiche repräsentiert dabei eines der 4 Kernziele und die Länge der einzelnen Blütenblätter zeigt die Effektivität im jeweiligen Bereich. Die Abbildung verdeutlicht, dass der Fokus der konventionellen Landwirtschaft bedeutend stärker auf den beiden Faktoren Produktivität und Rentabilität liegt, was wiederum zu Lasten der beiden anderen Kategorien, nämlich der Umweltverträglichkeit und der Lebensqualität, geht. Die biologische Landwirtschaft hingegen weist im Durchschnitt ein ausgewogeneres Verhältnis dieser 4 Teilbereiche auf. Um das volle Potenzial in der biologischen Landwirtschaft auszuschöpfen, das heißt die Erträge zu steigern und trotzdem nachhaltig zu wirtschaften, schlagen einige Autoren außerdem vor, dass man die generalisierte und auch weit verbreitete Angst vor sogenannten gentechnisch veränderten Organismen, also GVOs, in der Bevölkerung adressiert und aufzeigt, dass die wissenschaftliche Datenlage zeigt, dass entgegen dem negativen Bild in der Gesamtbevölkerung gut kontrollierte und richtig verwendete GVOs durchaus das Potenzial haben, unsere Ernährung positiv in Bezug auf den gesundheitlichen und auch den ökologischen Aspekt zu beeinflussen. Publikationen zeigen nämlich, dass die Gentechnik in relevantem Maße dazu beitragen könnte, dass zukünftig ertrags- und auch nährstoffreichere Nutzpflanzen zum Einsatz kommen, die gleichzeitig helfen können, den Einsatz von Pestiziden auch deutlich zu reduzieren. Baut man diese gentechnisch veränderten Pflanzen dann im Rahmen einer biologischen Landwirtschaft an, könnte man 2 Welten, die auf den ersten Blick sehr widersprüchlich erscheinen, durchaus miteinander vereinen, denn deren Vertreter haben deutlich mehr miteinander gemeinsam, als man auf den ersten Blick vielleicht denken könnte. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen in der biologischen Landwirtschaft innerhalb der EU zwar kategorisch und zur Gänze verboten und wird sogar laut der Richtlinie als unvereinbar mit den Grundsätzen der Biolandwirtschaft bezeichnet, jedoch werfen Wissenschaftler die berechtigte Frage auf, ob nicht gerade der Einsatz von GVOs, also von gentechnisch veränderten Organismen, in der biologischen Landwirtschaft dazu beitragen kann, noch nachhaltigere und umweltschonendere Landwirtschaft zu betreiben und so nicht vielleicht doch auch ganz im Sinne der Ökobewegung wäre. Darüber hinaus könnten mit Hilfe von Genomeditierung nährstoffreichere Bio-Lebensmittel produziert werden, die der menschlichen Gesundheit in einem größeren Maße als herkömmliche Bio-Lebensmittel zuträglich sein können. Die Produkte dieser Idee, also gentechnisch veränderte Organismen, die aber nach den Bio-Leitlinien angebaut werden, werden unter anderem auch in der sehr lesenswerten Publikation Tomorrow's Table beschrieben. Dort zeigt das ungleiche Autorenpaar, bestehend aus einer Gentechnikerin und einem Biolandwirt, welche Potenziale beide Techniken aufweisen und wie man sie bestmöglich zusammenführen kann, um unsere Landwirtschaft auf eine nachhaltige und gesundheitsförderliche Art zu revolutionieren. Bevor man jetzt aber vorschnell aufgrund der vermeintlichen Unnatürlichkeit der GVOs im Rahmen der biologischen Landwirtschaft diese kategorisch ablehnt, sollte man sich einmal die Datenlage zu gentechnisch veränderten Organismen vor Augen führen. Seit den 1980er Jahren hat alleine die Europäische Union schon mehr als 300 Millionen Euro in die Forschung zur Biosicherheit von GVOs investiert. Eine zusammenfassende Publikation kommt dabei zu folgendem Ergebnis.
Die wesentliche Schlussfolgerung, die aus den über 130 Forschungsprojekten von mehr als 500 unabhängigen Forschungsgruppen der vergangenen 25 Jahre gezogen werden kann, lautet, dass Biotechnologie und insbesondere gentechnisch veränderte Organismen nicht per se risikobehafteter sind als konventionelle Pflanzenzüchtungen. Sowohl die World Health Organization als auch die American Medical Association, die amerikanische National Academy of Science, die britische Royal Society, die American Association for the Advancement of Science sowie sämtliche weitere international anerkannte Fachgesellschaften kommen ebenfalls zu der Einschätzung, dass der Konsum von Lebensmitteln aus gentechnisch veränderten Organismen kein größeres Risiko als der Konsum desselben Lebensmittels aus konventioneller Züchtung darstellt. Die hier gezeigte Abbildung aus dem veganen Low-Budget-Kochbuch illustriert darüber hinaus 10 Zitate aus den knapp 300 Stellungnahmen unterschiedlicher wissenschaftlicher Fachgesellschaften zum Thema der gentechnisch veränderten Organismen, die zusammenfassend ebenfalls unterstreichen, dass von GVOs grundsätzlich keine größere Gefahr als von herkömmlichen Pflanzenzüchtungen ausgeht. So schreibt beispielsweise die deutsche Union of the German Academies of Science and Humanities im Jahr 2006. Das Gutachten fasst zusammen, dass Nahrungsmittel aus in der EU und in den USA zugelassenen gentechnisch veränderten Nutzpflanzen nicht gefährlicher als die entsprechenden konventionellen Lebensmittel sind. Ganz im Gegenteil sind gentechnisch veränderte Nutzpflanzen in einigen Fällen den konventionellen Nutzpflanzen aus gesundheitlicher Sicht sogar überlegen. Die südafrikanische Academy of Science schreibt dazu in einer Publikation in 2010 ebenfalls: Biotechnologie kann die Produktivität von Nutzpflanzen erhöhen und verbessert damit die Nahrungsmittelsicherheit. Sie kann zur Vermeidung von Armut und Hunger beitragen und kann helfen, den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft zu reduzieren, den Klimawandel zu mildern sowie Treibhausgasemissionen zu reduzieren und zur kostengünstigen Produktion von Biokraftstoff beitragen. Auch die indische National Academy of Agricultural Science schreibt im Jahr 2014: Wissenschaftler sollten die Unbedenklichkeit sowie die Vorteile von gentechnisch veränderten Pflanzen mit der Öffentlichkeit und der Politik kommunizieren, um ihnen die unangemessenen Ängste und Befürchtungen bezüglich der Einführung gentechnisch veränderter Nutzpflanzen zu nehmen. Diese Liste könnte man noch sehr lange weiterführen, aber die Quintessenz wird, denke ich, klar. Es ist verwunderlich und bisweilen erschreckend, wie weit die öffentliche Wahrnehmung in Bezug auf GVOs vom wissenschaftlichen Konsens abweicht. Der wissenschaftliche Konsens, die Datenlage, zeigt seit Jahrzehnten anhand von hunderten Publikationen die Unbedenklichkeit von GVOs. Das unterstreicht auch eine im Jahr 2016 initiierte Kampagne, in deren Rahmen über 150 Medizin-, Physik- und Chemie-Nobelpreisträger sich dafür aussprachen, dass ein verantwortungsvoller Einsatz von GVOs einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Welternährung leisten kann. Um diese Zahl in die richtige Relation zu setzen: Allein von den insgesamt 156 Nobelpreisträgern der Jahre 2000 bis 2019 aus den Kategorien Medizin, Physik und Chemie traten 91 dieser Kampagne bei. Da von den 156 Nobelpreisträgern aus diesen drei Kategorien 13 zum Zeitpunkt des Kampagnenstarts in 2016 bereits leider verstorben waren, sprechen sich somit also 2/3 aktiv für GVOs aus, und das 1/3, das sich nicht aktiv für GVOs ausspricht, kann hier auch nicht als GVO-Gegner eingestuft werden, sondern sie enthalten sich halt im Moment einer Meinung, warum auch immer. Hierbei ist mir eines aber ganz wichtig, und das betone ich auch im veganen Low-Budget-Kochbuch: All die Ausführungen hier bedeuten nicht, dass es nicht auch gentechnisch veränderte Lebensmittel geben kann, die schädlich sind, und dass es auch nicht einige Kritikpunkte von GVO-Gegnern gibt, die valide sind. Insgesamt wird diese Debatte in der Gesellschaft einfach zu einseitig geführt und die Risiken werden übertrieben dargestellt, wohingegen die großen Potenziale einfach zu wenig besprochen werden. Dieser kurze Exkurs, den wir jetzt gerade besprochen haben, soll daher auch kein blindes Vertrauen in jede Art von Gentechnik schaffen. Er ist auch kein unkritisches Plädoyer für den Einsatz von Gentechnik, sondern er will primär einfach nur aufzeigen, dass das aktuell weit verbreitete und undifferenzierte Ablehnen jeglicher Art von Gentechnik schlichtweg unangebracht ist. Die Chancen und auch die Risiken der Gentechnik sollten in der Lebensmittelbranche in sachlichen Diskursen anhand der wissenschaftlichen Datenlage besprochen werden, um das große Potenzial, das zweifelsohne in dieser Technologie steckt, nicht ungenutzt zu lassen. In diesem Zusammenhang könnte eine Öffnung der Bio-Leitlinien nicht nur der Umwelt zugutekommen, sondern auch den Konsumentinnen und Konsumenten. Denn auch weitere Einschränkungen der Biolandwirtschaft abseits der GVO-Thematik, wie beispielsweise die fehlende Möglichkeit zur Anreicherung von Bioprodukten mit Vitamin- und Mineralstoffen, sollten zukünftig zum Wohl der Gesundheit der Verbraucher überdacht und angepasst werden. So könnten dann zukünftig nicht nur konventionelle Pflanzendrinks, sondern auch biologische Pflanzendrinks mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen angereichert werden, die man in der klassischen Kuh-, Schaf- oder Ziegenmilch findet und die in den veganen Milchalternativen nicht oder nur in sehr geringem Maße vorhanden sind. Auch der hier im Artikel des Deutschlandfunks angesprochene Aspekt, dass der Biolandbau an einigen Stellen mit Wissenschaftsfeindlichkeit und Esoterik in Verbindung steht und so beispielsweise bei fast allen Anbauverbänden nachgewiesenermaßen die nicht über den Placebo-Effekt hinausreichende Homöopathie für die Krankheitsbehandlung von Tieren vorgeschrieben oder zumindest stark empfohlen wird, ist ein weiterer wichtiger Kritikpunkt, der zusammen mit anderen in einer offenen Diskussion zwischen Experten aus unterschiedlichen Disziplinen geführt werden sollte.
Nur so kann eine möglichst umweltfreundliche, also ökologische, ethische und ernährungsphysiologisch hochwertige zukünftige Lebensmittelproduktion garantiert werden, von der sämtliche Personen, die an der Lebensmittelproduktion bzw. der Wertschöpfungskette beteiligt sind und am Ende des Tages auch die Konsumentinnen und Konsumenten profitieren. Und nur wenn wir das alles umsetzen, in Kombination mit einer Veränderung unseres Konsumverhaltens, wenn wir weniger wegwerfen, wenn wir mehr pflanzliche statt tierische Lebensmittel konsumieren, wenn wir das alles zusammen umsetzen können, dann steuern wir in eine gute, positive Zukunft, in der wir die wachsende Weltbevölkerung auf eine ethische, gesundheitsförderliche und nachhaltige Art und Weise ernähren können. Das war's für das erste Video in Bezug auf die Vergleiche der konventionellen und der biologischen Landwirtschaft in Bezug auf deren Umweltverträglichkeit. Man sieht hier schon anhand dieser ersten oberflächlichen Darstellung, dass das Thema deutlich komplexer ist, als es oft medial dargestellt wird und es keine einfachen Schwarz-Weiß-Antworten gibt, sondern man es immer kontextabhängig betrachten muss. So titelte auch eine Untersuchung zur Leistung der biologischen Landwirtschaft passend: Many Shades of Grey, the Context-Dependent Performance of Organic Agriculture. Und genauso sollte es auch betrachtet werden, differenziert und kontextabhängig. Mehr zum Thema der biologischen Landwirtschaft und allen Vor- und Nachteilen in Bezug auf die Gesundheit gibt es dann im zweiten Teil dieser Videoreihe und im dritten Teil gibt es dann noch eine abschließende Betrachtung und das Fazit aus dem ganzen Themengebiet. Wenn man noch mehr zu dem Thema nachlesen möchte, kann man das im Bio-Kapitel des Kochbuchs Vegan Low Budget, großer Genuss zum kleinen Preis, gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Sebastian Kopin. Mehr Theorieinhalte und natürlich auch jede Menge preiswerte Rezepte gibt es in diesem Buch. Wenn man das Buch besitzt und Gefallen daran hat, wäre es großartig, wenn man auf Plattformen wie Goodreads, Amazon oder im Thalia Onlineshop eine Bewertung zu dem Buch hinterlassen könnte. Weitere Ernährungsinhalte gibt es jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf diesem YouTube-Kanal. Von daher, wenn man es noch nicht getan hat, dann gerne diesen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, damit man zukünftig kein neues Video mehr verpasst. Das war's für dieses Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.